annähernd gerade. Was der technische Bogen hier einfach mit Schlenker eingezeichnet ist. Verdammt. Aber es ist geschafft. Ich bin Erster. Und das in 3 Runden. Das ist natürlich mit recht großem Abstand sogar. Das könnte man ja mal angucken. Rein theoretisch. Aber jetzt habe ich es weggeklickt. Naja. Und dann gibt's erstmal 3000 für mich. Tuning. Waren wir da, waren wir schon durch. Da waren wir auch schon durch. Da waren wir auch durch. Aber hier, da fängt's jetzt an. Mit Zubehör. Okay. Damit hätten wir schon mal da was gedeichselt mit den Stadtrennen, wie ich sie liebe. Diese wunderschönen, klasse Stadtrennen, die sind einfach auf der Hand. Vor allem starten wir diesmal im Sand, nicht auf der Straße. Ist die Frage, ob wir überhaupt noch auf die Straße kommen. Weil es kann natürlich jetzt auch rund ums Dorf führen. Das wäre na, auch nicht... Wow. Ja, so weit noch. Verdammt. Und das lassen die mir durchgehen, das ist unglaublich. So eine Abkürzung hätte ich auch nicht gedacht. Man sieht den Weg auch so schlecht. Man ist noch in die Stadt. Was sieht da noch aus? Bauernhöfe. Rechts rum. Was zur... So, okay. Zweite. Also das ist natürlich jetzt hier auch ein Parcours, den man erstmal kennenlernen muss, um den ordentlich fahren zu können, weil alter Schwede ist der kompliziert. Und dieser Baum, so ein Mist, da musst du echt, ich bin nicht mal eine Runde gefahren. Also das ist wirklich ein sehr Mist. Nicht mal richtig viel Nitro da bekommen. Okay. Also der Parcours ist mal wirklich eine Herausforderung. Das muss man wirklich sagen. Und bis jetzt... Ich glaube, ich bin ihn noch nie gefahren. Ich weiß auch nicht. Stimmt ja, wieder Bogen. Und dann dieser Bogen. Ja. Verdammt, wieso muss ich da in den Baum fahren? Oh mein Gott. Das ist so ein Mist. Sehr schön, die erstmal im Wald geparkt. Und dann der auch noch. Und ich den dann innerhalb der nächsten Runden auch noch so weit gehe, dass der einen Abgang macht, dann wäre das ja mal nicht schlecht. Kisten bieten anscheinend einen guten Widerstand, von daher bin ich dann jetzt wohl Erster. Dann muss man hier ein wenig außen rumfahren. Ist das schlimm hier? Nein! Ach. Verdammt! Wieso müsst ihr mich da auch weghauen? Oder anschieben? Ah, zu viel Gas, verdammt! Das ist echt unglaublich, dass man hier so verkacken kann. Oh ja.
So ein Mist. Wo habe ich denn extra die guten Reifen drauf? Was du schleuderst oder wie? Danke. Muss ich auch unbedingt so brauchen. Okay, gleich kommt diese elende Kurve. Auf jeden Fall mal ein sehr interessantes Rennen. Und hier kann auch allerhand passieren, von daher steht es ja gar nicht, was, wie viel da ich jetzt werde. Ich meine, ich bin ja noch nicht mal die erste Runde zu Ende gefahren. Kurvenwechsel ist echt... man kann nicht gleichzeitig auf die Karte gucken. Verdammt. Schon. Wieso können die nicht auf Kurs bleiben? Blöde Wagen. Der andere ist schon wieder meilenweit weg. Ich sollte mir mal die Strecke reinkriegen. In den Teilen muss man ganz anders fahren, weil wenn da keine Autos sind, die nicht stoppen. Läuft das nicht gerade so gut. Okay. Jetzt sehen wir mal, was hier im Mittelfeld so abgeht. Wenn da ein bisschen geschubst wird. Also zwischen 30 und 60 sind die Kurven möglich. Ja, das ist unglaublich. Ich lenke nur gegen. Nur gegen. Ich gebe noch nicht mal Gas, um weg. Dass ich wegrutschen könnte oder so. Nein, aber ich fliege trotzdem. Fliege ich aus der Kurve. Nur weil der Blödsack nicht ansieht, dass er mal kurz anbremsen muss oder so. Nein, das ist schön weitergemacht. Schön weiter. Selbst wir landen dann sehen auch in der Walachei. Was soll denn der Käse? Nicht zu leicht hierfür oder was? Mein Gott. Muss ich mir jetzt extra Gewichte einbauen oder was? Damit da irgendwie mal was zustande kommt. Okay, das dritte. Vierter kann ich da auch noch ganz gut mit klar. Mal gut. Was sollte ich an meiner Beschleunigung mal machen? Das ist irgendwie bei all meinen Wagen dieser Farbe. Ich weiß nicht, dass ich unbedingt mal einen Wagen habe, der eine gute oder bemerkenswerte Beschleunigung hatte. Okay, diesmal war es auch wieder gut. Aber auch wieder nur zum Teil. Mein Fehler ausgebildet hatte, das ist normalerweise nicht ganz so gut. Zweiter bin ich, sehr cool. Immer daran denken, ich muss vorsichtig sein. Das ist so nervig mit dem langsamen Fahren, dass man da immer drauf achten muss, man mit dem rutschigen Boden, muss man auch immer nochmal extra drauf achten und so weiter. Das ist echt... Ja, dämliche Kurve. Das gibt's doch einfach nicht. Wie kann man denn da so... Hinter mir fährt schon wieder ein, ich kann es gar nicht mehr. Zweiter sein. Vierter, das ist schon eher was. Da ist einer die Brücke runter. Den zerlegt es auch fast. Glück gehabt, dass es mich nicht so hart erwischt hat. Und schon bin ich wieder Zweiter. Allerdings ist der Erste ziemlich weit vorne.